Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich. Ja, ich glaube, es funktioniert so. Zu unserem letzten Programmpunkt im Rahmenprogramm zur Ausstellung Wir waren Nachbarn. Es freut mich ganz besonders, dass wir diesen sehr, sehr interessanten Film heute zu Fritz Bauer zeigen können. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich die Senatorin für Justiz, Frau Gisela von der Aue, hier begrüßen darf, die uns ein Grußwort sprechen wird. Und auch nach dem Film beim Gespräch mit der Regisseurin und Dokumentarfilmerin Ilona Ziok, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüßen möchte, anwesend sein wird. Sie wissen, diejenigen, die ständige Besucher im Rahmenprogramm unserer Ausstellung sind, dass wir dieses Jahr den Schwerpunkt haben, Juristen und diejenigen, die aus dem öffentlichen Dienst ausgeschlossen wurden. Das war so ein thematischer Schwerpunkt innerhalb der Ausstellung, die ja nun 136 biografische Alben umfasst. Und um da jedes Jahr so ein bisschen neue Zugänge aufzuschaffen und neue Perspektiven aufzuzeigen, haben wir uns entschlossen, pro Jahr einen Schwerpunkt zu setzen. Und in diesem Jahr lag er eben bei den aus dem öffentlichen Dienst ausgeschlossenen und bei den verfolgten und häufig auch schon gleich im April 1933 mit Berufsverbot belegten Juristen und Juristinnen. Fritz Bauer ist eine für viele bekannte Persönlichkeit. Ich stelle aber immer wieder fest, dass er in weiten Kreisen auch unbekannt ist. Und zwar auch bei Menschen, wo ich denke, beschäftigen sich doch mit dem Thema Nationalsozialismus, Verfolgung und auch Nachkriegsgeschichte und Wiedergutmachung. Wieso kennen diese Menschen Fritz Bauer nicht? Ist aber so. Ich denke, wenn Sie den Film über Fritz Bauer gesehen haben, werden Sie ihn alle besser kennen. In unserem Kontext ist er insofern eine interessante Persönlichkeit, weil wir hier ja auch viele biografische Alben haben, wo es darum ging, dass Menschen in Auschwitz ermordet wurden. Häufig Angehörige von Familienmitgliedern, die uns dann ihre Geschichte erzählt haben, deren Geschichten hier in der Ausstellung zu sehen sind. Und Fritz Bauer ist der wesentliche Motor gewesen, dass Auschwitz-Prozesse überhaupt stattfinden konnten in Deutschland, nämlich in Frankfurt am Main. Sie werden das im Film näher kennenlernen. In unserem Schwerpunkt spielt er insofern auch eine Rolle, als auch Fritz Bauer als junger Jurist sofort im April 1933 nicht nur wegen seiner jüdischen Herkunft, sondern vor allem auch wegen seiner politischen Tätigkeit für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold entlassen wurde und nicht nur entlassen wurde, sondern gleich im KZ Heuberg inhaftiert wurde. So viel dazu. Ich denke, Sie werden sicher einen anregenden Abend haben. Diejenigen, die hier keinen Platz mehr finden, haben die Möglichkeit, in unserem kleinen Ausweichraum den Film zu sehen. Und ich denke, es wird dann zum anschließenden Gespräch vielleicht ein bisschen leerer wieder werden. Da müssten wir uns dann ein bisschen mehr zusammendrängen, aber das werden wir nach dem Film sehen. Der Film dauert gut anderthalb Stunden und ich denke, es wird Gesprächsbedarf geben anschließend. Nun freue ich mich ganz besonders, nochmal Frau von der Aue, Sie begrüßen zu dürfen und dass Sie uns ein Grußwort sprechen, denn Frau von der Aue ist als Juristin eine große Anhängerin der juristischen Tätigkeiten von Fritz Bauer, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Bundesrepublik zu dem Rechtsstaat wurde, der er heute ist. Vielen Dank. Liebe Frau Ziok, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich wirklich sehr über die Einladung, anlässlich der Vorführung des Films Fritz Bauer, Tod auf Raten, heute einige einleitende Grußworte sprechen zu dürfen. Ich komme übrigens beziehungsreich gerade aus einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche der Justizvollzugsanstalt Plötzensee, die in einer wunderbaren Weise saniert und renoviert worden ist. Es ist wirklich ein schöner Raum geworden. Fritz Bauer setzte sich sein Leben lang ein für Demokratie und für humanistische Ideale. Und er ist zweifelsohne eine der bedeutendsten Personen der Nachkriegsgeschichte. Und Ihr Film, sehr geehrte Frau Ziok, ist ein wichtiger Beitrag, um das Leben und das Wirken Fritz Bauers in unserer Erinnerung zu bewahren oder sich vielleicht auch erstmals damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall ist er eine herausragende Persönlichkeit. Viele von Ihnen wissen vielleicht, wer Fritz Bauer war, und insofern erzähle ich Ihnen nichts Neues, aber viele kennen ihn noch nicht. Und da fragt man sich, wer war eigentlich Fritz Bauer? Erlauben Sie mir deswegen doch noch einige Ausführungen zu Fritz Bauer zu machen,
aus der Sicht einer Justizsenatorin, die einen besonderen Fokus auf seine Verdienste an der Justiz legt. Fritz Bauer wurde am 16. Juli 1903 als Sohn jüdischer Eltern in Stuttgart geboren. Und nach dem Jurastudium und der Promotion wurde er mit 26 Jahren jüngster Amtsrichter Deutschlands. 1933 wurde er als Gegner des NS-Regimes für mehrere Monate, Sie sagten es bereits, im Konzentrationslager Heuberg inhaftiert. Und wenige Jahre später ging er nach Dänemark und Schweden ins Exil, bis er 1949 nach Deutschland zurückkehrte. Hier war er zunächst Generalstaatsanwalt in Niedersachsen und danach Generalstaatsanwalt in Hessen. In seinem Amt als Generalstaatsanwalt engagierte sich Fritz Bauer in hohem Maße für die juristische Aufarbeitung des NS-Unrechts und der Rehabilitierung des Widerstandes gegen das NS-Regime. Besondere Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle als Ankläger im Rehmer-Prozess von 1952, in deren Folge die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 rehabilitiert wurden. Erst seitdem gelten die Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime offiziell nicht mehr als Verräter. In seinem Plädoyer schloss sich das Gericht der Auffassung Bauers an, dass der NS-Staat kein Rechtsstaat, sondern ein Unrechtsstaat gewesen sei. Was heute als Selbstverständlichkeit gilt, konnte damals nur aufgrund der Hartnäckigkeit und der Überzeugungskraft Fritz Bauers erreicht werden. Nicht nur im Riemer-Prozess spielte Fritz Bauer eine entscheidende Rolle bei der juristischen Aufarbeitung der NS-Zeit. Auch an der Eröffnung und Durchführung des Frankfurter Auschwitz-Prozesses in den Jahren 1963 bis 1965 wirkte Fritz Bauer maßgeblich mit und verlieh damit den Opfern des NS-Regimes eine Stimme. In diesem Prozess wurde vor der internationalen Öffentlichkeit NS-Verbrechen aus Konzentrationslagern Auschwitz offengelegt und damit dem Leugnen des Völkermordes durch Täter und durch Sympathisanten ein Ende gesetzt. Durch den von Fritz Bauer initiierten Auschwitz-Prozess gewann die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in der Bundesrepublik Deutschland erstmals eine öffentliche Dimension. Für die damalige Zeit war dies ein beachtlicher Fortschritt. Denn betrachtet man die Aufarbeitung der NS-Zeit in der Rechtsprechung näher, so muss man feststellen, dass die juristische Auseinandersetzung in der Bundesrepublik Deutschland nur sehr langsam ins Rollen kam. Strafverfolgungsmaßnahmen gegen NS-Täter waren vor allem in den 50er Jahren nur in geringem Maße zu verzeichnen. Die systematische Verfolgung der NS-Verbrechen, zu der Fritz Bauer einen maßgeblichen Beitrag leistete, begann tatsächlich erst Ende der 50er Jahre. Und neben den Prozessen in Deutschland trug auch die internationale Aufmerksamkeit, die der Eichmann-Prozess erregte, wesentlich dazu bei, dass das Interesse der Bundesrepublik Deutschland an der juristischen Aufarbeitung der NS-Taten spürbar wuchs. Und Fritz Bauer war es, der dem israelischen Auslandsgeheimdienst den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort von Adolf Eichmann gab und damit wesentlich zum Prozess gegen Eichmann beitrug. Meine Damen und Herren, die öffentliche Dimension des Auschwitz-Prozesses und die durch ihn ausgelöste breite öffentliche Diskussion waren und sind unverzichtbar, um die schrecklichen NS-Verbrechen aufzuarbeiten und vor allen Dingen sie in mahnender Erinnerung zu behalten. Ich glaube, das ist heute wiederum sehr aktuell. Genauso wichtig ist es, das Andenken der Personen wachzuhalten, die ihr Leben dem Widerstand und der Aufarbeitung der NS-Gräuel gewidmet haben. Fritz Bauer, der am 1. Juli 1968 gestorben ist, war einer von ihnen. Und daher möchte ich Ihnen, liebe Frau Zio, dafür danken, dass Sie Fritz Bauer, der die Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt hat, einen eigenen Film gewidmet haben. Durch die geschickte Zusammenstellung von Archivmaterial, Aussagen Fritz Bauers sowie seiner Verwandten, Freunde und Wegbegleiter ist es Ihnen gelungen, die geschichtsträchtige Biografie Fritz Bauers eindrucksvoll filmisch in Szene zu setzen. Ich freue mich, dass dieser Film heute im Rahmen der Dauerausstellung Wir waren Nachbarn aufgeführt wird und lade alle herzlich ein, den Film mit viel Interesse, aber auch mit viel Nachdenklichkeit anzuschauen. Und ich freue mich auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank.
Ich selber kann eigentlich nur sagen, dass das Bekenntnis zum Recht und auch das persönliche Engagement jedenfalls für mich das Entscheidende schien. Und ich möchte eigentlich wünschen, dass junge Menschen heute vielleicht denselben Traum von Recht besäßen, den ich einmal hatte. Und dass sie das Gefühl haben, dass das Leben einen Sinn hat, wenn man für Freiheit, Recht und Brüderlichkeit eintritt. Als ich gesehen habe, deutlich gesehen habe in Auschwitz, dass hier der Staat Verbrechen begeht, Verbrecher also, die außer jeder Diskussion stehen. Dass ich diese Verbrechen mitgemacht habe, aus Interesse am persönlichen Fortkommen, aus Opportunismus, aus Bequemlichkeit, aus Konformismus. Und was wir vorwerfen, auch vielleicht Angst, neuer menschlichen Dinge. Was wir den Leuten sagen mit diesem Bronzes und was die tiefe Lehre dieser Bronzes ist und was die Leute nicht hören wollen, das ist, dass es in unserem Leben eine Grenze gibt, wo wir nicht mehr mitmachen können. Wir selber wünschen nur, diese Zeiten möchten nicht mehr wiederkommen. Aber wir wissen, wie ungeheuer anfällig Menschen sind für große Worte. Und wie anfällig leider auch vielleicht junge Menschen sein können, die in einer fast inhaltslos, scheinbar inhaltslos gewordenen Welt nun plötzlich nach Ideen greifen und möglicherweise wiederum einem Rattenfänger auf den Leim gehen. It is a speculation that he took his own life. We do not know. His enemies, his many enemies, could have helped him, could have forced him to take his, could have forced him to take his life. Or they could have murdered him. There were reasons enough for that.